Okay, warum sind wir wieder hier? Ja gut, dann müssen wir das hier machen. Und damit herzlich willkommen zurück jetzt zu Metro Exodus. Wenn es euch gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Oh shit. Ja wow. Fuck. Wir waren ja letzte Folge, waren wir ja eigentlich schon im Zug. Na gut, machen wir. Dann bringen wir die halt nochmal alle um. Kein Problem. Cool, kann ich mich heilen. Ja, Moment. Oh, leck. Ja, ich komm schon. Ich komm schon. Let's go! Nö, 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 nö. Nice. High five! Oh, Blendgranate. Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht. Der Oberst wird Ihnen was wussten. Ein Problem. Papa! Leute! Wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt her. Herr Ober, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße! Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mexikaner haben auf Atjom geschossen, sie... Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, da sind Menschen. Aus anderen Städten. Tot. Alle haben die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Kampfzug? Die Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich Sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Niemanden zurück. Wenn ich mir wäre, dann... Spartaner, werft die da über Bord und dann foltern vor. Mit Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Ja gut, ich meine, im Krieg... nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit Erholung.
Fuck. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich mal eine Panzerung. Und Sie, bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hast? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und... Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Ach, Mist. Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay. Ja, Mann. Oh, ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, bremse. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Vernunft. Jetzt bist du bald weiter drin. Granaten werden ihren Lack kaum ankratzen, also. Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsam... Natürlich. Ich werde Sie derweil ab... Natürlich, immer müssen wir die Drecksarbeit machen. Ciao. Lesen wir irgendwann mal alles. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir müssen halt aufpassen. Die lassen wir mal am Leben. Ich glaube, wir schleichen uns einfach vorbei. Boah, wie viel sind das? Eins. Shit, man zieht ja gar nicht. Aha. So, die haben wir. Wir müssen uns beeilen. Damn. Wo denn? Die können da durchschießen oder was? What? What the fuck? Digga! Den haben wir. Die haben wir. Geh mal ein Stück weiter. Der. Ja, eine Kugel für dich, Bro. Wir nehmen uns hier den Munition. So. Ja, ich beeil mich ja schon, Bruder.
Ich beeile mich schon. Und na komm Jungs, holt mich ab und Geronimo. Oh fuck. Danke Duke, Ehrenmann. Duke, richtiger Ehrenmann. Easy. Oh mein Gott, das Jam, Gott sei Dank geht es dir gut. Ah, na. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Na, dann hoffen wir mal, er erklärt uns, was hier abgeht. Der kleine Schlingel. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens. Das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Noch höre ich nichts. Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja.
Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Wir geben euch zum Sammelpunkt. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. 1-1-8-5. Ich wiederhole, wir geben euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1-8-1-1. Wo soll diese Nummer sein? Bereich 1-8-5. Nur also, indem wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Hurra! Jetzt gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach. Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer. Na, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name! Klingt ganz gut, aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Aurora. Trinken wir auf die Aurora! Oh, geiler Stoff. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Ja, Mark, Volldampf voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Okay. Hier können wir... Setze deinen Reif runter oder erkunde weiterhin den Zug. Okay. Und guck, dann gucken wir uns mal den Zug an. Wirklich alles klar bei dir? Da kommen wir noch nicht hin. Krass, ey. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sondern so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Jupp. So, aber es sieht schon geil aus, ne? Ah, wir genießen aber mal kurz die Fahrt. Ich frage mich, kann man hier endlos fahren? Wenn man jetzt gar nichts mehr macht, fährt er einfach endlos oder kommt man irgendwann mal an? So, aber wie es weitergeht... Das kann ich hier speichern. Wie seid ihr jetzt hier mehr in der nächsten Folge? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.